Um einen Esel zu basteln, braucht ihr 4 Wäscheklammern, Klebstoff, eine Schere und einen schwarzen Filzstift. Als erstes nehmt ihr 3 von den Wäscheklammern und den Kleber und klebt sie immer an der langen Seite zusammen. Das müsst ihr gut trocknen lassen. Dann nehmt ihr die 4. Wäscheklammer und klebt sie andersrum an die 3 anderen. Auch das lasst ihr wieder gut trocknen. Als nächstes malen wir dem Esel die Hufe. Dafür nehmt ihr einen schwarzen Filzstift und malt hier unten immer an den Füßen das untere Ende schwarz. Das sieht dann so aus. Als nächstes machen wir noch die Augen. Wenn ihr Wackelaugen zu Hause habt, könnt ihr die aufkleben. Ansonsten könnt ihr die Augen auch einfach selber malen. Als nächstes kommt der Schwanz dran. Ihr könnt Wolle dafür nehmen, wenn ihr Wolle zu Hause habt. Ich habe ihn jetzt einfach mal aus so grauem Karton ausgeschnitten. Und auch hier wieder etwas Kleber auf die Rückseite. Und dann hinten festkleben. Auch das lasst ihr wieder gut trocknen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dem Esel zum Abschluss noch einen Sattel machen. Ich habe den auch aus buntem Tonpapier ausgeschnitten. Ihr könnt dafür aber auch ein Stück Stoff nehmen oder so. Und auch hier wieder Klebstoff drauf. Festkleben. Und natürlich auch den wieder gut trocknen lassen. Und fertig ist euer Esel.